Das ist das Gemeinschaftszentrum von Pelikan, oder was davon übrig ist zumindest. Es war mal der Stolz und die Freude der Stadt, immer gut besucht. Jetzt schau es dir einfach an, es ist eine Schande. Heutzutage wollen die jungen Leute lieber vor ihrem Fernseher sitzen, als sich mit der Gemeinde zu beschäftigen. Aber lassen wir das, ich klinge wie ein alter Trottel. Der Joja-Konzern drängt mich schon länger, dieses Stück Land an sie zu verkaufen, damit sie ein Lagerhaus daraus machen können. Die Stadt könnte das Geld gebrauchen, aber irgendetwas hält mich davon ab, es zu verkaufen. Ältere Menschen wie ich hängen eben an Relikten der Vergangenheit, wie dem auch sei. Wenn sich noch irgendeiner eine Mitgliedschaft im Joja-Konzern holt, werde ich es einfach verkaufen. Hier, lass uns reingehen. Was ist das? Vincent und Jahas müssen hier gespielt haben. Hier sieht es sogar noch verwahrloster aus, als ich dachte. Was? Was ist los? Ist dir schlecht? Da war... Du hast etwas gesehen? Es würde mich nicht überraschen, wenn dieser Ort voller Ratten ist. Ich mache mir Sorgen um dich, Mikey. Hör zu, ich gehe nach Hause, ich brauche etwas Mittagessen. Hey, ich lasse diesen Ort von jetzt an einfach geöffnet. Vielleicht kannst du helfen, die ein oder andere Ratte zu fangen, wenn du zu viel Zeit übrig hast. Merkwürdig. Ich muss später zurückkommen und dieses Gebäude genauer unter die Lupe nehmen. Ja, ich mache das jetzt direkt. Mal hier so voll am Auseinanderfallen. Oh. Ja gut. Das kann ich nicht entziffern. Gut, aber was war denn jetzt eigentlich mein Plan? Das hat mich jetzt schon wieder völlig rausgebracht. Ich wollte Pastinaken verkaufen und kaufen. Jetzt hat es genau gepasst. Jetzt bin ich zum richtigen Zeitpunkt hier. 805. 43. Na komm, dann nehmen wir nochmal Blumenkohl und nochmal Kartoffeln mit. Was haben wir da sonst noch? Tulpen, Grünkohl, Zierlauch. Na komm, nehmen wir auch nochmal Grünkohl mit. So, der Rest passt die Naken. Gut, genau. Und jetzt hatte ich gesagt, ich will in die Mine, aber das ist jetzt gerade ziemlich dämlich, weil ich so viel Saat gekauft habe. Das heißt, ich werfe das eben in die Kiste. Beziehungsweise besser, ich werde das sofort aussäen. Oh, Steine, cool.
Ich habe noch 8 Stück übrig. 1, 2, 3. So, eine habe ich noch übrig. So, jetzt brauche ich allerdings noch mal 1, 2, 3. Ich glaube, diesmal habe ich es genau falsch rum ausgesät. Aber mir egal, mir egal, mir egal. So, ich glaube, morgen ist wieder eine Ernte. So, ich hoffe jetzt natürlich. Ich hoffe jetzt natürlich, dass ich, wenn ich jetzt in die Mine gehe, noch genug Power habe, um da eben so ein oder zwei Stück Kohle rauszuholen. Denn eine Vogelscheuche würde ich schon ganz gerne bauen. Oh, guck mal hier. Den nehme ich natürlich noch mit. Ich habe gerade einen Blick in diesen alten Minenschacht geworfen. Er ist seit Jahrzehnten verlassen. Trotzdem denke ich, dass es dort unten noch gutes Erz gibt. Aber ein dunkler Ort, ungestört für so lange Zeit, ich befürchte, Erze sind nicht das Einzige, was du dort finden wirst. Hier, nimm das, du wirst es brauchen. Ein altes, rostiges Schwert, denke ich mal. Nur rostiges Schwert, okay. Mein Name ist übrigens Marlon. Ich leite die Abenteuergilde da draußen. Ich werde dich im Auge behalten. Beweise dich und ich werde mir überlegen, dich aufzunehmen. So, dann wollen wir doch mal auf die Suche nach Kohle gehen. Und ich glaube... Oh, da geht's direkt weiter. Warum nicht? Aber bevor ich da jetzt reingehe... Ich glaube, die Steine, die Kohle abwerfen könnten, sind diese, aber ich kann mich auch irren, wie ich sehe. Komm, gehen wir mal eine Etage tiefer. Nein, nein. Komm schon. Ja, jetzt geht's nämlich schon los mit der Erschöpfung.